Kapitel 39 Die neue Ligaspitze. Ein leises und doch allzu bekanntes Klingeln läutete diese nächste Begegnung ein. Team Polana Watra hatte den Turm inzwischen erreicht und auch das Büro der Ligaleitung besucht. Dort hatten sie gefunden, was Kel behauptet hatte, dass sie es dort finden würden. Die Karte, welche den Zugang zum gesamten Turm gewährte. Die Karte, die Kel bereits einmal gestohlen hatte. Sie lag genau an dem Platz, an dem er sie auch entnommen hatte, als er Monagoras befreit hatte. Und nun war das Team im Fahrstuhl eine Etage höher gefahren, genau zu dem erwähnten Pokémon. Als nach dem Klingeln die Tür aufging, trafen sie auf ein recht verwirrtes Fossil. Polana Watra, was wollt ihr von mir? In einem seltenen Anfall von Autorität antwortete Kel im Namen seines Teams. Wir wollen dich schlicht rauslassen, Monagoras. Deine Unschuld ist bewiesen. Ist sie aber... wie... Erst wollte Aurora antworten, doch im Bewusstsein, dass sie selber die Antwort nicht hatte, übernahm das Arcani. Es ist eine komplizierte Geschichte, welche ich lieber nur einmal erzähle, wenn alle, die es vielleicht wissen sollten, versammelt sind. Alles, was du jetzt schon wissen musst, ist, dass wir den wahren Schuldigen gefunden haben. Und zwar Magaga. So wenig Aurora ihren eigenen Worten glauben wollte, so wusste sie doch, dass es nichts als die Wahrheit war. Und schnell zeigte sich Kel, dass anders als in seiner Vision Magaga seine Pläne hier niemandem offenbart hatte. Auch Monagoras nicht, denn dieser wirkte nicht weniger schockiert von dieser Enthüllung als Aurora es war. Magaga, Bullshit! Ich bin mir sicher, er wird genauso als Schuldiger ausgegeben, wie ich es war. Monagoras, ich wollte es ja auch nicht glauben, aber er hat versucht, mich in einem Hinterhalt zu töten. Er hat jedes Wort gestanden. Wir mussten ihn gerade bekämpfen, zusammen mit Endynalos. Verdammt, wir haben sogar mit angesehen, wie er über einen Transmitter selbst mit Epsilon sprach. Und auch logisch ergibt es zu viel Sinn. Er hat schlicht deine Karte genommen, dein Geheimnis genutzt, um dich als den Verräter darzustellen. Für einen Moment verstummte der sonst so redefreudige Ligaleiter. Er ist in Wahrheit ein Psychopath durch und durch. Und ein Giftmischer. In der Plot-Elite nennen sie ihn Mastermind. Fuck! Mit aller Wucht schlug Monagoras auf die Kiste, welche der einzige Gegenstand in diesem Raum war. Kurz stockte Keller, als er sich erinnerte, wie ähnlich Magaga reagiert hatte, als er von Monagoras Verrat erfahren hatte. Auch dies war nur ein Schauspiel des Eistypen gewesen. Trübselig blickte Monagoras auf all die Erinnerungsstücke, großteils nun zerstört, welche in dem Wrack der Kiste lagen. Wie konnte ich nichts ahnen? 20 verdammte Jahre habe ich mit ihm zusammengearbeitet und nicht eine verdammte Sekunde habe ich nur gezweifelt. Wäre ich aufmerksamer gewesen? Es ist nicht deine Schuld. So schlimm es für uns auch ist, leider hat Magaga an diesem Punkt recht. Er ist ein Genie, ein... wahnsinniges Genie. Er wusste genau, was er tat. Niemand hätte ihm auf die Schliche kommen können. Monagoras wollte sich in dieser Frage nicht von seiner eigenen Unschuld überzeugen lassen. Anscheinend war es durchaus möglich, sonst hättet ihr es nicht geschafft. Und dabei sollte ich ihn am besten kennen. Glaube mir, ich wollte es auch erst nicht realisieren. Ich habe erst selber gesehen, als Magaga wirklich gestanden hat, all dies getan zu haben. Ich dachte auch, ihn zu kennen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Kel schaltete sich ein, weniger empathisch, doch sachlicher. Zudem war sein Plan schier unfehlbar. Die einzige Möglichkeit, ihn zu stoppen, war Bescheid zu wissen, was er tun würde, bevor es geschah. Erst jetzt schien der Dinosaurier das in Rätseln sprechende Arcani wirklich zu beäugen. Was ist mit dir geschehen, Kel? Was zur Hölle ist vorgefallen? Zum ersten Mal in diesem Dialog schien auch der Angesprochene seine Souveränität zu verlieren. Wenn ich das nur genau wüsste. Ich weiß nur, dass ich Magaga besiegt habe, wenn das wirklich ich war. Wenn ich nur eine verdammte Sache über mich wüsste.
Langsam verging Auroras Geduld, so sehr sie auch versuchte, ihre Empathie an erste Stelle zu setzen. Deswegen hätte ich langsam gerne eine Erklärung, Kel. Langsam halte ich es nicht mehr aus, so wenig zu wissen. Zu ihrem Glück schien das Akani Verständnis zu haben. Ja, lasst uns die Runde einberufen und der Liga die Wahrheit sagen. Minuten später saßen Monagoras, Kel, Maschella und Aurora im Gemeinschaftssaal. Nun leer wie die Seele in Kels Brust. Die Nachricht von Amagagas Verrat hatte sich durch eine Durchsage Auroras schnell verbreitet. Und nun würden bald Team Nordica und Team Slash auftauchen. Erste genannte waren auch diejenigen, die zuerst auftauchten. Allerdings dauerte es nur noch Sekunden, bis die Pokémon alle versammelt waren. Anfangs waren in dieser Runde immer 12 Pokémon gesessen. Und nun waren bereits 2 von ihnen fort. Doch zumindest eine gute Seite konnte Aurora sehen. Das Epsilon-Komitee war auf einem guten Weg. Von ihnen waren alle der Liga treu und sie war optimistisch. Die Zahl der potenziellen Schuldigen sank weiter und weiter. Und immer noch deuteten die Spuren alle auf Seraora hin. Was gibt's denn schon wieder? Wie oft wollt ihr uns denn in nächster Zeit versammeln? Ruhe, wir sind nun einmal die Aktivsten hier im Krieg. Also beschwer dich nicht, dass wir unsere Fortschritte sogar mit euch teilen. Kel wusste bereits von dem Verdacht gegen Seraora und versuchte auch nicht, seine Einstellung zu verheimlichen. Jedoch wechselte er das Thema schnell, zu Auroras Freude. Denn endlich begann er zu erzählen, was sie die ganze Zeit wissen wollte. Also zumindest einen Teil haben alle hier Anwesenden mitbekommen, denke ich. Amagaga war ein Verräter. Sein Masterplan ist gescheitert, obwohl er perfekt war. Bevor er jedoch begann zu erzählen, wie er trotzdem dahinter kommen konnte, stoppte er, um kurz das Thema zu wechseln. Alle, die ihr hier sitzt, selbst wenn es noch mehr Verräter geben sollte unter uns, selbst wenn jeder, der hier im Raum sitzt, in Wahrheit mit Epsilon zusammenarbeitet, hört mich an. Wir müssen unsere Schritte weise wählen. Es gibt nicht viele Optionen. Wenn wir Fehler machen, vor allem wenn ich Fehler mache, dann wird diese Welt ein Unheil erfahren, welches die Bedrohung Epsilon um ein Vielfaches überbietet. Eine Bedrohung, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, sie zu stoppen. Für irgendjemanden. Damit ihr es versteht, muss ich euch erst ganz erklären, was genau geschehen ist. Also, ich versuche mich kurz zu halten. Bevor Aurora zu ihrem Gespräch mit Amagaga, also zum Hinterhalt, aufgebrochen ist, bin ich beim Training völlig ausgenockt worden. In dieser Zeit habe ich Dinge gesehen. Eine Vision. Vielleicht eine Parallelwelt, eine andere Zeitlinie, was auch immer. Eine Zeit, in welcher wir alle auf Amagaga hereingefallen sind. Erst nach Tagen bemerkte ich eine Unreinheit und enttarnte Amagaga, doch der Plan war bereits zu weit vorangeschritten. Niemand in der Liga glaubte mir, außer Monagoras, den ich befreite. Zusammen mit ihm und Mashado suchte ich nach Aurora im Wissen, dass Amagaga sie noch nicht gezielt umgebracht hatte, weil er ein Psychopath ist. Irgendwann wurden wir fündig, aber es war zu spät. Operation M, wie Amagaga seinen Plan nannte, war geglückt und Aurora. Er musste seinen Satz nicht vollenden, damit alle Anwesenden verstanden, was Kel sagen wollte. Aurora, Mashado. Ihr beide habt gesehen, was passiert ist, als wir Amagaga bekämpft haben. Der Schattenkrieger antwortete sachlich. Du hast scheinbar keinen Schmerz verspürt. Allgemein keine Emotion, außer den Hass auf Amagaga. Kurz zögerte das Akani. Offenbar ängstlich wegen dem, was er nun sagen würde. Ja, die Stimme in mir. All dieser Hass hat sich wegen diesem seltsamen Metalltrank aufgebraut, welcher in meiner Vision auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch in dieser Vision hat mein Hass die Überhand genommen, als wir die Suche beendet hatten, aber es war nicht so wie hier. In dieser anderen Zeit wuchs mein Hass noch stärker als hier, diese Stimme in meinem Kopf. Mit jedem Wort schien Kel mehr und mehr die Fassung zu verlieren. Traumatische Erinnerungen kamen in ihm auf. Erinnerungen an eine
unreale Zeit und vielleicht auch an seine älteste Vergangenheit. Ich stimme, aber alles, was ich sah, hörte, fühlte ich, konnte sie nicht ignorieren. Ich wollte es nicht einmal. Die Plot-Armor hatte jede Kraft verloren. Sie zerbarst unter dem Einbruch des Hasses. Und als die Stimme so die völlige Kontrolle hatte, was da in mir schreit, ist kein Dämon. Es ist der Teufel selber. Dieses Wesen, welches da erwacht ist, hat alles vernichtet, ob Freund oder Feind. Es wollte nichts, außer seinen Hunger nach Essenz zu stillen. Und wenn ich nur einmal wirklich die Kontrolle verliere, ich könnte eine größere Gefahr sein, als Epsilon es je sein könnte. Langsam begannen die Dinge in Auroras Sicht Sinn zu ergeben. Doch nicht all diese Gedanken waren positiv. Gleichzeitig wollte sie jedoch ihren Optimismus wahren. Vielleicht sind die Dinge ja gar nicht so schlimm, wie du dort gesehen hast. Vielleicht war es doch ein Albtraum. Nein. An der Unwahrheit hinter dieser Theorie gab es für Kel keinen Zweifel. Nein, ohne diesen Albtraum hätte ich dich nicht retten können, nicht in dieser Zeit. Alles war so gleich. Es war real, ich bin mir sicher. So unrealistisch es auch wirkte, dass eine Vision diesen Dämonen offenbaren könnte, es ergab zu viel Sinn. Immerhin war es, wie Kel selber bereits sagte, nicht realistischer, dass eine Vision die Operation M aufdecken konnte. Jedoch schien es, als wäre Monagoras etwas anders eingestellt. Er schlug auf den Tisch, mit seiner reinen Kraft, sehr laut. Also wenn ihr mich fragt, wir sollen einfach weiter die Plot-Armor sammeln. Ich meine, wir wussten, dass Kel sie benötigt. Nun ist es dasselbe, nur dringender. Zudem möchte ich kurz noch etwas bereden. Er wandte sich direkt an die Tische des Team Nordica. Elementara! Das Hoffnungs-Pokémon schreckte auf. Ja, was gibt es? Ich habe eine Bitte. Ein Vorschlag. Ein Angebot, wie auch immer du dies sehen willst. Also. Ach, ich spare mir die lange Vorrede. Elementara, du und auch der Rest des Teams, je nachdem wie das regeln würdet, wollt ihr die Leitung der Liga übernehmen? Allzu überraschend kam die Frage für Aurora nicht. Immerhin konnte Monagoras die Liga genauso wenig alleine leiten, wie Amagaga es getan hätte. Auch wenn sein Plan erfolgreich gewesen wäre. Jedoch schien Elementara mehr aus diesen Worten zu lesen als das Vulnona. Und hatte auch überraschend Einspruch. Du möchtest, dass wir die Liga leiten? Und verstehe ich richtig aus deiner Formulierung? Ohne dich? Als Antwort vermochte das Fossil nur zu nicken. Aber warum ich? Warum wir? Bei all den Dingen, die geschehen sind und geschehen, wäre nicht Team Polana Watra eine bessere Wahl? Monagoras hatte anscheinend eher mit dieser Frage gerechnet. Anders als Aurora. Ja, ich habe noch egoistische Gründe für meine letzte Tat als Ligaleiter. Kel war es, der sofort glaubte zu verstehen. Er hegt immer noch einen Groll wegen der Prüfung für die Oberliga und dafür, dass wir gesorgt haben, dass er weggesperrt wird. Hat Elementara da weniger Beteiligung? Ich bin niemandem böse deswegen. Und nein, Groll ist es auch nicht. Es ist nur, ich will mich distanzieren von der Spitze. Ich kann die Liga nicht ohne Amagaga leiten. Gerade mit all den Erinnerungen. Aber verlassen möchte ich sie auch nicht. Wenn ich irgendwas gelernt habe aus allem, dann ist es, dass meine Stärken im Kampf und nicht im Denken liegen. Deswegen werde ich wieder duellant. Nur Team Fossil gibt es nicht mehr. Offensichtlich hatte Mashadow als erster erahnt, worauf Monagoras nach seinem Monolog hinaus wollte, welcher mit den Worten "Ich spare mir die lange Vorrede" begonnen hatte. Und stattdessen willst du Team Polana Watra beitreten? Ja, wenn ihr mich trotz meiner Fehler aus der Vergangenheit akzeptieren würdet. Ist das irgendwie ein Scherz? Zwar dachte Aurora erst etwas Ähnliches, wollte es jedoch nicht so unhöflich wie Kel sagen. Nein, ich meine es ernst. Vielleicht kann ich euch zumindest helfen. Kel schien etwas erwidern zu wollen. Doch Aurora ergriff ein Veto.
Nun, da bist du in unserem Team. Herzlich willkommen, Onagoras. Elementara reagierte als Erste auf diese Aussage. Dann kommt mit. Wir tragen dich gleich ein, Onagoras. Denn ich nehme an,